In dem kleinen Ort Grischow, nur wenige Kilometer östlich von Altentreptow, stand am 23. April 2016 alles im Zeichen des Hoftages. Bereits zum 10. Mal lud das ortsansässige Unternehmen Sievershofer Traktoren zu eben diesem Hoftag ein. Bestes Wetter versprach auch für Inhaber des Unternehmens Kai Mewes einen rege besuchten Hoftag. Auf dem ca. 4000 Quadratmeter großen Grundstück konnten sich die Besucher rund um kleine und große Traktoren auf den neuesten Stand bringen. Zwischen 30 und 50 dieser Maschinen sind ständig vor Ort. Sowohl Stammkunden als auch neue Interessierte bekamen wieder so einiges zu sehen. Unterschiedlichste Größen und Marken der Traktoren sorgten, so wie zu den vergangenen Veranstaltungen, für großes Interesse. Und das bei Groß und Klein. Neben technischen Neuheiten und den Bestandsmaschinen war in dieser familiären Atmosphäre aber auch immer Raum für einen privaten Plausch. So wie in den vergangenen Jahren gab es auch im Jahr 2016 gute Gründe für die Gäste, den Hoftag bei den Sievershofer Traktoren zu besuchen. Wir sind hier, weil wir uns 2012 einen Traktor hier gekauft haben, bei Sievershofer Traktoren. Und wir wollen uns heute auch mal wieder auf den neuesten Stand bringen, weil heute ist Hoftag. Wir kriegen auch jedes Jahr eine Einladung hierher. Und ich sag mal, das ist eigentlich immer eine schöne, gemütliche, familiäre Atmosphäre hier. Und nicht nur das, der Kai, der unterstützt uns auch. Mein Sohn, der fährt Speedway. Und ja, deswegen sind wir hier. Ja, wir wurden von Kai Mewes eingeladen. Wir kennen ihn privat auch ganz gut. Ist ein guter Freund von uns, um uns die neuen Bransen hier auch anzuschauen. Wir haben ja selbst auch einen MTS-52, also in Belarus, aufgerüstet, aufgebaut, ne, von der Pike auf an. Aber wir wollen natürlich auch gucken, was gibt es Neues, was ist an den Bransen neu. Wir haben zum Beispiel auch das Vorgängermodell von dem 50er. Und das wollen wir uns einfach mal anschauen und genau deswegen sind wir hier. Sonniges Wetter, ein kleiner Imbiss und das eine oder andere zünftige Getränk machten aus dem Hoftag 2016 ein entspanntes Erlebnis. Auch in diesem Jahr zeigte sich Inhaber der Sievershofer Traktoren Kai Mewes sehr zufrieden mit dem Verlauf dieses Tages. Wir sind sehr zufrieden mit unserem heutigen Hoftag. Bei bestem Wetter konnten wir unseren 10. Hoftag heute hier veranstalten. Wir hatten viele Kunden, weit gereiste Kunden. Mit Sicherheit werden wir nächstes Jahr wieder einen Hoftag veranstalten. Spätestens auf der MELA 2016 im September sehen wir uns wieder. Diese Hoftage sind ein wichtiger Bestandteil der Philosophie des Unternehmens. Denn Kundenzufriedenheit wird hier ganz groß geschrieben. Und zufriedene Gesichter gab es an diesem Tag reichlich. Mit Sicherheit wird es auch im Jahr 2017 hier in Grischow bei den Sievershofer Traktoren einen Hoftag geben.